Der ist mir ein bisschen zu... Bleh. Besonders jetzt, wo ich auch keine Mahlzeit mehr habe. Weil der da so blöd gespeichert hat. Aber egal. Keine Lust mehr auf den Bären. Nee. Also es waren jetzt erstmal 3 Versuche. Das Problem ist, meine Pfeile sind nicht komplett. Also ich habe nicht alle Pfeile. Ich habe nicht alle Mahlzeiten. Und das macht keinen Sinn. Ich glaube, vom Level her funktioniert das. Ich musste jetzt erstmal gucken, okay, wie funktioniert der insgesamt. Das hat jetzt auch funktioniert. Er ist kacke. Er ist einfach blöd. Ich mag den nicht. Dieser Ort wird gut bewacht. Mhm. Hier will ich ja noch gar nicht hin. Ich will ja eigentlich da drüben hoch. Lass mal den Aussichtspunkt holen. Hm. Ach, haltet doch den Mund. Ich bin auch schon wieder weg. Wie geht's dir, Waldmeister? Alles fit? Ich überlege als an Cyberpunk was. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich erst Watch Dogs zu Ende spielen will oder ob wir nach Assassin's Creed mit Cyberpunk vielleicht anfangen? Alles gut und ganz stabil. Was ist das denn? Okay, also Ava fand das nicht so gut. Aber das freut mich. Gott, was muss ich hier sammeln? Ja, so eine dumme Sammelgeschichte. Boah. Bin ich ja sehr gespannt. Aber wir sinken erstmal. Ich habe Cyberpunk 2077, werde es später spielen, Safegame zerschossen haben. Ich habe es noch nicht mal angespielt. Also, ich habe es noch nicht mal installiert. Ah, das ist mies. Ich habe halt nur von so vielen Seiten gehört, dass es echt instabil läuft, noch nicht gut ist, selbst die größten PCs in die Knie zwingt auf Ultra-Hochauflösung. Wo ich mir dann aber so denke, ja, mir reicht 1090, 1080p, das reicht mir. Seeforellen. Mhm. Okay, da brauchen wir Seeforellen. Was haben wir hier oben? Gibt das Problem, wenn das Safegame über 8 MB kommt, wird es nicht mehr geladen. Die Frage ist aber, warum kommt das über 8 MB? Also was führt dazu, dass das größer wird? Der Song könnte so sehr aus Far Cry 5 kommen. Ich sag das, glaube ich, jedes Mal, wenn er läuft, ne?
Aua. Was mach ich denn hier? Oh Mann. Durch alles, was man lootet und craftet, damit wird der Savegame locker immer größer. Denke ich mir mal. Und oder die Datenbank des Savegames. Okay. Ja, aber was soll man dann machen? Soll man nicht mehr looten? Das wäre doch kacke. Oder macht man, bringt das dann was, wenn man einfach mehrere Savegames macht? Hm. Ja, das ist ein Ding, das sollten sie vielleicht mal fixen. Das wäre ja doof. Oh, ich werde gerade voll müde. Dabei geht's heute eigentlich insgesamt. Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt heute den ersten Tag Urlaub und normalerweise mache ich immer Mittagsschlaf. Ich höre mich gerade an wie so eine alte Frau. Aber ich mache dann immer Mittagsschlaf und ich freue mich richtig drauf. Ich habe die letzten 3 Tage keinen Mittagsschlaf gemacht. Es soll helfen, wenn man mehrere Savegames macht, da dann immer alles neu erstellt wird und erst überschrieben. Ah. Okay, also. Schau dir das an! Oh Gott. Das heißt, meine Art und Weise zu spielen, also ganz viele Spielstände zu haben, ist dann genau die richtige. Hi. Wer bist denn du? Hallo, Fremde. Hallo, Neuer. Was ist das für ein Ort? Gefällt es dir? Meine Frau und ich haben es aus uralten Steinen gebaut. Es ist das Haus der Träume und Erinnerungen, gebaut aus Sommerfäden und sanften Brisen. Aha. Es ist schön. Paula und ich sind weit gereist. Was haben wir alles gesehen und getan? Und mit weit meine ich ferne Lande jenseits deiner Vorstellungskraft. Jeder Stein dieses Schlosses ist ein Andenken an unsere Abenteuer. Deine Reisen haben dir Weisheit gebracht. Ja, und hier ist sie. Es ist gut, sich auf morgen vorzubereiten. Aber vergiss nie das Heute. Heute, diese Stunde, dieser Augenblick ist ein kostbares Geschenk. Paula und ich werden aus dem Fenster über das grüne Englerland blicken und in Erinnerungen an unsere Reisen schwelgen. Vom Fenster aus können wir die Abenteuer neu erleben. Da ist sie schon. Ich muss zu ihr. Danke für deine Worte, mein Freund. Paulas Traum. Wir mussten nur mit ihm reden. Release, hi. Einen wundervollen. Frage des Tages. Welches Spiel soll ich mal auf 100% spielen? Ist das schon für die nächste? Das ist direkt auf der Grenze, ne? Ach, scheiß, fast drauf. Wir sind ja fast da. Einzige Sache, die gegeben sein muss, ist, ich habe es schon mal gespielt. Also blind 100%, nein. Ah, geht das schon wieder nicht? Doch, mit HW, oder? HW. Warte. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe gedacht, ich hätte das repariert. Sekunde. Edux.
wie aktuell ist das? Ja, doch. Zack, zack, warte hier. Pup. Hartware. Nein, da ist mein aktuelles Equipment. Ziemlich aktuell. Nicht hundertprozentig, aber ziemlich aktuell. Ziemlich aktuell ist es. Warte mal gucken, wie die Chancen bei 2077 stehen. Ja, sollte gehen. Ja, das denke ich auch. Also es sollte laufen. Ich werde es eh nicht auf 4K spielen, weil wofür, wenn ich keinen 4K-Monitor habe? Das heißt, ich werde auf 1080p gehen. Das reicht mir auch vollkommen aus. Ich bin jetzt nicht so die Grafikschlampe, ne? Das hier spielen wir auch nur auf 1080 und ich werde wahrscheinlich auch auf, ich weiß noch nicht, müssen wir mal gucken, wie das geht, ob wir auf 60 oder auf 30 FPS gehen. Wir schauen einfach, was am schnuckligsten läuft. Aber hier ist diese ganzen Grafikgeeks und schieß mich tot, die müssen das ja immer auf Full Ultra, keine Ahnung was spielen. Und wundern sich dann, warum ihr 300 Jahre alter PC das nicht schafft. Jetzt zynisch ausgedrückt. Kann mir mal einer sagen, warum ich jetzt so müde bin? Liegt das an den Kartoffeln, die ich gegessen habe? 1080p und dann ist Settings auch so Mitte drin. Ja. Ja, doch, denke ich. Mal gucken. Wenn alles anders geht, auch eine 3090 in die Knie. Ja, logisch. Ich habe einen i7-8700K und eine 1080 Ti. Läuft bei mir trotz hohen Auflösung auf 1080p ganz stabil. Ja, guck, dann sollte ich ja gar keine Probleme haben. Bis auf das Safe Game. Ja, gut. Oder besser nicht gut. Kann ich hier hoch? Oh ja. Ja, also ich glaube die 2070 Super und der Ryzen 7, die sollten schon geschorsch reichen können. Und dadurch, dass der PC ja selber nicht streamen muss, sondern wirklich nur das Spiel spielt, ist das alles machbar. Ach, das geht hier oben noch weiter. Dann gehen wir mal dahin. Karte aktualisiert. Also ich will nicht über die Grenze gehen, aber ich will wenigstens gucken, dass wir hier erstmal so gut wie alles rauskriegen, was geht. 1080 Ti ist auch 18% schneller als die 2070 S. Wirklich? Ja, die 2070 S war im Preis-Leistungs-Verhältnis genau das, was ich gebraucht habe und am günstigsten. Deswegen hatte ich die gekauft. Ja, die 2070 hat aber Raytracing, macht also wieder was wett. Ja, aber wenn ich Raytracing auslasse? Ganz ehrlich, Leute, ich weiß noch nicht mal, was jetzt hier irgendwie der Unterschied mit... Außerdem, ich glaube, die hat gar kein Raytracing. Raytracing frisst aber noch mehr Leistung. Nee. Ah, für das, was ich hier mache, reicht das vollkommen aus. Ich brauche hier kein Monster mehr hinstellen. Das, was mich halt immer gestört hat, ist, wenn wir PC-Spiele gespielt haben, wie zum Beispiel Unity, Syndicate oder so, oder auch Far Cry 5, dass ich
dass es regelmäßig geruckelt hat, der Stream, und dass es da nicht hinterherkam. Und das fand ich scheiße. Doch, aber das wird bei Cyberpunk nicht schaffen. Ich glaube, ich brauche kein Raytracing. Wenn ich nicht weiß, was das ist. Ich weiß, das ist irgendwas mit noch besserer Grafik oder so. Aber... Eine von euch hat sich verschluckt. Passt schon. Wer war es? Was? Meine Brosche. Oh nein. Grundgütiger, ich werde sie nie wiedersehen. Hast du was verloren? Ich habe die Familienbrosche für meine Nichte poliert. Ich habe sie nur einen Moment abgelegt und weg war sie. Eines der Schafe muss sie gefressen haben. Ein sehr hungriges Schaf. Sie gehörte meiner Großmutter, die sie von einem sehr reichen Verehrer hatte. Wie bekomme ich sie zurück, ohne meinen Verehrer. Lieben Schafen weh zu tun? So nennt man das heutzutage. So eine Brosche? Was hast du getan? Nicht falsch! Halt! Hast du den Verstand verloren? Was hast du gesagt, Anstish? Eine Brosche. Die sah bestimmt schon besser aus. Du hast doch gesagt, ich soll dir die Brosche wiederholen. Hier ist deine Brosche. Der Geruch haut dir ein Pferd. Nimm sie einfach. Musstest du Wölkchen töten? Dankeschön. Sie hatte so beseelte braune Augen. Vielen, vielen Dank. Du wolltest die Brosche, du hast sie. Deine Nichte wird dankbar sein. Und einen wundervollen guten Abend wünsche ich. Ja, er hat jetzt seine Brosche wieder, aber ich habe seine Schafe alle getötet. Ups. Passiert.